Schön hier, oder? Also hier könnte man eine Weile verweilen. Ziemlich schöner Blick auf den See. Da hinten Arrowhead, unsere Güterstation da gerade im Fadenkreuz drin, hier vorne der Bahnhof. Ja, könnte man machen, ne? Einfach mal hier ein bisschen bleiben. Ein bisschen entspannen. Das machen wir aber nicht, denn es geht weiter. Und zwar mit unserer Mainline. Was ist der Plan für heute? Der Plan für heute ist folgender. Ja, ich habe tatsächlich einen Plan. Ich habe mir mal einen Plan bereitgelegt, ob man es mir glaubt oder nicht. Mal schauen, ob es funktioniert. Und zwar die Idee ist, dass wir jetzt endlich mal unsere Mainline anlegen. Und zwar bauen wir einen zweiten großen Güterbahnhof, Güterzentrale, was auch immer. Und zwar ungefähr hier. In der Nähe von Scott's Grove. Und da wird dann allerhand Zeugs hingeliefert. Ja. Ja, auf los geht's los. Los. Dazu brauchen wir erstmal einen Güterbahnhof. Wieder bitte in riesig 320 Meter. Und boah, drehen wir dich mal so hin, hier hin. Hier ist gut, bestimmt. Hallihallo. Hallöchen. Können wir dich konfigurieren? Okay, Gebäude können wir nicht dran pappen. Auf der anderen Seite, das ist schon mal schade. Auf dieser interessanterweise schon. Können wir dann noch Gleise ranpacken? Nein, können wir nicht. Aber wir können die Gleise hier verlängern. Brauchen wir aber nicht, denke ich mal. Eine Straße wird gesucht und verlangt. Dann machen wir das mal direkt auch. So, und einmal da vorne bitte anschließen. Und gut direkt auch bitte. Hervorragend. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir direkt mal die Gleise und gucken mal, von welchem Gleis wir ausfahren. Ja, die beiden, das sieht gut aus. Nehmen wir die Gleise, dann einmal die hier und einmal hier aus dem Bahnhof raus. Das kann auch erstmal, ja, das geht mal hier rein, warum auch nicht. So, und dann gucken wir, wo wir hin müssen. Ja, erstmal würde ich sagen, schnurstracks geradeaus raus. Hat sich sogar gereimt. Können wir einen Bahnübergang hier machen? Ohne, dass es zu sehr huggelt. Ja. So geht's, glaube ich, ganz gut. Einmal da rein. Und einmal hier rüber. Also am Ende wird das eh ein Rundkurs, von daher könnte man theoretisch eingleisig bauen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nämlich die Gleise weiterverwenden. So ist die Frage, wollen wir hier so entlang? Dann hier rein? Oder wollen wir auf dieser Seite des Bauernhofs da rein? Ich glaube, der sinnvollere Weg wäre tatsächlich... Er hat doch eher durch... Ja, hier müssten wir schon eine strengere Kurve bauen. Allerdings könnten wir dann gut die Gleise mitnutzen hier mit diesen beiden Bauernhöfen, ne? Hm. Also hier werden später auch noch Züge hinfahren. Jetzt weiß ich es nicht. Ich würde sagen, wir bauen die Gleise... Also es wird mir schon aus einem ästhetischen Sinn heraus eher gefallen, wenn die Gleise hier so durch diese Enge einmal führen. Also im Grunde genommen einmal, ja, so. Ja, genau so. Dann machen wir das jetzt auch so. Das ist beschlossene Sache. So, du willst dann eine Brücke bauen. Das will ich aber nicht. So ist, glaube ich, ganz gut. Einmal die Straße weg.
Und da rein. Ups. Schon wieder der falsche Knopf. Einmal da rein und... Ja, so haben wir jetzt auch keine unnatürliche Steigung. Und einmal das zweite Gleis. So. Zack. Und mal bis dahin. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal einmal kurz die Straße anschließen. Dann hört das Spiel auf zu reklamieren. Bahnübergang. Hier. Gefällt mir nicht. Schon besser. Der Straße geht's irgendwo hin. Hervorragend. Dann sind wir hier vorne angekommen. Wir müssen eigentlich nur noch in den Bahnhof rein. Einmal ein bisschen angekurvt. Kann man das so sagen? Angekurvt? Ich glaube nicht. Entweder ist etwas kurvig oder ist es gerade. Aber angekurvt kann es, glaube ich, nicht sein. Also würde mich schon sehr stark wundern. Und einmal, ja, mal hier rein. So, und die Gleisnummer 2. Einmal da rein. Eine Weiche. Und noch eine Weiche. Da rein, einmal da rein, einmal da rein, ein Signal, nehmen wir hier mal HL-Signale, weil wir es können. Signale, da noch was, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, da noch, so, und eine Weiche fehlt uns. Und ein Signal. Und hier auch mal eins rein. So, dann plätten wir ein bisschen. Wir wollen ja hier keine komischen... Ups, das war falsch. Ich wollte gerade sagen, wir wollen hier nicht irgendwas komisch Unnatürliches haben. Und dann einmal das hier. Schon wieder. Also ein bisschen uneben darf es schon sein. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir schon mal unsere Linie anlegen. Die wird jetzt natürlich noch nichts mitnehmen. Aber dann haben wir die schon mal. So, in welchem Gleis bist du? Na, das hätte ich gerne anders. Und das ist nicht, das ist Scottsgrove GZ, also praktisch die Güterzentrale von Scottsgrove. Und in welchem Gleis bist du hier drin? Ja, das passt soweit. Dann bist du
die Mainline. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, die Güterverkehrshauptlinie, aber Mainline klingt ein wenig netter, oder? Ich finde schon. Kaufen wir einen Zug? Wir kaufen einen Zug. Der fährt zwar jetzt leer rum und macht nur Minus, aber das ist uns egal. So, das Depot führt uns in diese Gleise rein. Was nehmen wir denn jetzt als, als Lok? Ich würde sagen, also es wird definitiv mehr als ein Zug werden. Und da kann man natürlich jeweils unterschiedliche Loks nehmen. Ich würde da, ja, so eine 189. Oder? Vielleicht doch ein bisschen mehr Altbau. Nehmen wir eine 189, gefällt mir sehr gut. Hier von der ÖBB. Sehr schönes Repaint. Und dann brauchen wir jetzt tatsächlich Cargo mit alle. Können wir alle einstellen? Können wir nicht einstellen. Wer kann alles transportieren? Nein, nein, nein. Die nicht, die nicht. Die definitiv nicht, die auch nicht. Nein. Nope. Gibt doch sicherlich irgendeinen Wagen, der alles transportieren kann, oder? Nein. Auch nicht. Die können nahezu alles. Außer Öl und so Zeugs, oder? Nee, doch. Können die auch. Was können die denn nicht? Die Frage ist, was können die nicht transportieren? Wir haben Holz, Getreide, Nahrung, Waren, Kunststoff. Ja, Personen können die nicht transportieren. Aber alles andere? Das müsste doch dann alles sein, oder? Doch, ich glaube schon. Einen davon, LKW Walter, warum nicht? Hier noch so einen einzelnen DHL-Auflieger, Enterprise. Evergreen gefällt mir gut. Ja, kaufen wir mal. Können wir eigentlich auch ruhig noch länger machen. Mainline. Ja, der falsche Panto. Wobei, naja doch, bei den Waren. Ah, ich hätte natürlich gerne Wagen, die durchgehend beladen wären. Das wäre schöner, aber ich guck mal später nochmal im Workshop und so, ob ich da noch andere Wagen finde. Auf jeden Fall, der soll jetzt praktisch alles transportieren, was er transportieren kann. Ja gut, immerhin haben diese Wagen eine andere Textur. Ja, die auch. Okay. Immerhin. Immerhin. So. Was ist mit dir? Du nimmst Nahrungsmittel auf. Okay. Dann mach das. Wie läuft's hier vorne? Produzierst du auch? Der versendet nichts. Warum? Achso, weil kein Abnehmer da ist. Kann das sein? Das kann gut sein, aber was wir nämlich jetzt machen können, und das werden wir jetzt, glaube ich, direkt mal angehen, wir können jetzt nämlich eine LKW-Linie nach Scottsgrove ziehen und da dann zum Beispiel Brot hinliefern und dann müsste das von der Produktion her klappen. Machen wir das mal direkt. Gebäude, ja, machen wir einfach so einen ganz normalen Ablageort oder machen wir das mit einem Zug? Nee, machen wir einfach mal.
Ja, hiermit. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, immer schon alles in der Stadt, ne? Also sowohl Nahrungsmittel als auch das Baumaterial. Okay, dann machen wir das halt einfach so. Und hier brauchen wir jetzt natürlich einen Güterumschlagsplatz. Wer ist mit dem hier? Capacity? Ja, machen wir ruhig viel. Ja, jawohl. Hat der eigentlich hier Tentakel, die da ausfahren kann? Ja, hat er. Dann machen wir Folgendes. Die Straße weg. Ne, nicht den Bahnhof. So. Dann machen wir das jetzt nämlich so, dass wir den hier hinstellen. Der Güterbahnhof ist nämlich angeschlossen. Und dann bauen wir einmal hier die Straße rein. Und hier die Straße raus. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt hier mal die Straßen ein bisschen updaten. Genau, dann sind die jetzt auch ein bisschen moderner. Und dann können wir einmal von hier nach hier. Und das nennen wir dann Nahrung und was ist das noch gleich? Baumaterial, ne? Ja. Baumaterial, LKW, Scotts Grove. Scotts Grove. Schreiben muss gelernt sein. Und dann holen wir uns jetzt mal LKWs. Na, wir bauen ein Depot hier hin. Weil wir es können. Gebäude. Und ja, warum nicht hier? Passt doch ganz gut. So ein LKW, der eigentlich alles transportieren kann. Okay, den kann ich irgendwie nicht. Ach so, kaufen, ja, nicht hinzufügen. Und dann ist das Nahrung und Baumaterial. So. Und wenn das hier jetzt anläuft, ach guck mal, wie schön. Können wir noch ein paar Assets hinsetzen? Gibt es irgendwas, was mir so ad hoc passend erscheint? Noch so ein Schuppen vielleicht? Auch nicht so wirklich, ne? Eigentlich ganz gut. Alpine Industriegebäude. Hier sowas. Ja, passt so. So, also der LKW, der fährt jetzt hier munter seine Runden. Und dann müsste das eigentlich funktionieren, dass hier jetzt für die Mainline Nahrungsmittel hergestellt werden. Nämlich hier. Abnehmer. Scotts Grove. Versendet 0. Transport bisher auch nicht. Aber die Linie funktioniert schon, oder? Nahrungsmittel. Doch, ja.
diese Nahrungsmittel, der nimmt Getreide hier auf und bringt das hier hin und bringt auch gleichzeitig die Nahrungsmittel wieder runter. Doch, man sieht es, hier nimmt er jetzt gerade was auf. Ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Das wird schon klappen. Okay. Dann haben wir das. Dann gucke ich einmal ganz kurz, wo sind wir? Wir sind bei 20 Minuten. Aber ein bisschen können wir noch. Und dann können wir jetzt zusehen, dass... Also erstens das Getreide hier hingeliefert wird. Wir könnten hier Bretter herstellen. Haben wir irgendwo einen Wald in der Nähe? Da ist ein Wald. Der ist auch schon weiter weg, ne? Hier könnten wir noch eine Stadt hinstellen. Na gut, dann lassen wir das. Aber was wir machen könnten, wir könnten jetzt eigentlich Scottsgrove auch mal im Bahnhof spendieren. Oder? Das können wir eigentlich noch machen jetzt in der Folge. Oder wollen wir Gütermaterial noch anliefern? Ich gucke mal ganz kurz, was hier noch so passend wäre. Im Grunde genommen eigentlich nur hier die Farmen. Hier wäre auch noch was. Oh, hier hätten wir endlich mal Öl. Ja, Öl. Also hier gibt es definitiv einen Tunnel. Da werden wir nicht drum herum kommen. Ja, definitiv. Und dann hier einmal so dran vorbei. An Scottsgrove irgendwie. Vielleicht auf der Seite. Und dann hier in die Gleise rein. Ich würde sagen, das machen wir so. Dann brauchen wir hier einen Kopfbahnhof. Ich glaube, der Zug muss nicht so lang sein. Können wir ein bisschen kürzer mal machen. So. Und dann direkt in den Tunnel rein. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Frage ist, wo wollen wir wieder rauskommen? Hier so. Ja. Tunnelportal. Was schön Massives. Das müsste die Mod, glaube ich, vom Peugeot Racer sein. Das ist, glaube ich, seine Mod, ne? Mit den Tunnelportalen. Die wird schon richtig gut gemacht. So, ein bisschen entlang des Tals hier. Einmal so außen an der Stadt vorbei. Kleiner Tunnel. Das können wir machen. Oh, hier geht es einmal ganz kurz raus. Ja, das gefällt mir. Bisschen zu viele Bäume, aber okay. So, und dann. Wo könnten wir rein? Hier könnten wir rein. Hier so und dann die Kurve kommt noch mal. Ja, wie wär's hier mit so einem Bahnübergang und dann einmal da rein. Und machen wir es mal zwischendurch zweigleisig für den Fall, dass wir noch einen zweiten Zug uns gönnen. Signal einmal dahin, dann einmal, ja, wär's hier direkt mit dem Tunnelportal hier hin und hier hin, das noch ein bisschen zurück,
Okay, dann wäre das einmal von hier nach hier. Und die Linie würde dann, warum ist sie nicht eingezeichnet? Da, jetzt ist sie da. Das wäre dann Öl, ja, ML, Zulieferung, ja, Scottsgrove. Ja. Ich glaube, wir haben nur einen, ne? Ich glaube schon, ja. Ja. Okay. Dann gönnen wir uns mal einen Zug. Hast du was dabei? Immer noch nicht. Ach, warum hast du nichts dabei? Komm schon, mein Plan sollte am besten funktionieren. Das wird schon funktionieren. Wir kaufen uns einen Zug. Können wir eigentlich hier hinten noch machen. Und zwar eine 218 in Ozeanblau. Sehr gut. Gefällt mir. Und dann brauchen wir jetzt jemanden, der Rohöl transportieren kann. Hier ein paar von euch. Diese, ja, 100 km möchte ich schon noch behalten. Und du bist dann Öl-ML-Zulieferung Scottsgrove. Sehr schön, fällt mir sehr gut. So, also, was funktioniert jetzt, beziehungsweise was sollte funktionieren? Jetzt sollten wir Rohöl bekommen, und zwar von hier. Und das sollte dann idealerweise hierhin geschifft werden. Und dann, ich guck mal ganz kurz auf die Zeit, ja gut, Holstein nicht mehr. Dann gibt es auf jeden Fall einen Zug, der bringt das Rohöl hierhin zum Öl, zur Ölraffinerie. Und auch wieder zurück. Und das raffinierte Öl muss natürlich jetzt zu einer Treibstoffraffinerie noch geliefert werden. Die haben wir aber nicht hier in der Nähe. Hier ist auch keine, die angeschlossen werden könnte. Ein bisschen wenig Industrien auf der Karte, finde ich. Wir könnten da ruhig noch ein paar mehr. Vielleicht setze ich noch ein paar. Ja, ich sehe hier nirgends von der Nähe. Wisst ihr was, wir setzen jetzt einfach eine. Was kostet die Welt? Hier, Treibstoffraffinerie. Produktionslevel, ja, mach das ruhig alleine, automatisch upgraden, ja. Und du kommst, wir wollen es uns jetzt nicht zu einfach machen. Hierhin. Hierhin. Ja, das passt so. Und dann würde ich sagen, wird in der nächsten Folge das Öl hier mal abgeschlossen und verbunden. Wisst ihr, was wir auch bekommen sollten? Baumaterial, haben wir das schon? Nein. Okay. Ja, genau. Also, dann sollten wir jetzt in der nächsten Folge dann das Öl hier abgeschlossen haben. Und das können wir dann zum Beispiel direkt schon mal nach Blue Valley bringen. Und was wir auch machen, ist dann mal unsere Personenzuglinie erweitern. Dann hätten wir so eine Drei-Städte-Linie, Moonville, Arrowhead. Und Scottsgrove, hier noch ein Bahnhof hin.
Ja, kann man, glaube ich, so machen. Wo ist unser... Wo ist unsere 218? Da ist sie. Gut, dann mit... Na. Mit... diesem Bild. Ja, gute Kameraskills, ich weiß. Mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.